Das Backtracking ist so gut wie vorbei und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Banjo-Tooie. Ja, ihr Lieben, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt wieder mit beiden hier bin, es ist eine ganz einfache Geschichte. Ich weiß endlich, wo dieser blöde letzte Jinjo ist. Und blinder kann ich nicht sein. Er befindet sich nämlich hier oben und ist nur per Zeitbombenei erreichbar. Und tschüss. Den brauchen wir ja eh nicht mehr. So, damit haben wir ein nächstes Puzzle. Aber es gibt ja noch ein weiteres, was wir noch brauchen. Einen weiteren Jinjo müssen wir noch befreien. Und auch den wollen wir uns natürlich unterm Nagel reißen. Und dann ist das Backtracking offiziell endlich vorbei, ihr Lieben. So ist es. So, doch wie kommen wir daran? Na? Ich habe mir lange den Kopf drüber zerbrochen. Sehr, sehr lange. Aber ich bin auch ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe es zu, ich bin doof. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie soll man an diesen blöden Jinjo rankommen, der da in dieser wunderschönen Mulde da steht. Und das ist, glaube ich, nicht die Mulde, wo ich hin wollte. Nein, das ist nicht die Stelle. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo der sich nochmal befindet. Aber ihr Lieben, ich habe mich gefragt, ich kann ihn nicht mit dem Ei holen. Also mit dem Zeitbomben-Ei. Ich kann ihn aber auch nicht mit dem Schneeball holen. Was mache ich also falsch? Gute Frage, nächste Frage, nicht wahr? Und ihr Lieben, mir ist dabei eine Idee gekommen. Wer sagt denn, dass ich genau dahin laufen muss? Vielleicht ist ja genau das Sinn der Übung. Da seht ihr ihn ja, der kleine Freund, den wir nicht holen konnten. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ha, und es funktioniert tatsächlich! Geiler Shit! Ja, ihr Lieben, und damit ist es offiziell. Damit dürften wir, gucken wir nochmal ganz kurz, nur vorsichtshalber. Alles 100%. Sehr schön, Steinhagelgipfel ist damit auch fertig. Und ihr seht ja, die anderen Welten sind ebenfalls alle bisher auf 100% geklärt. Es hat lange gedauert, weil ich vieles nicht wusste. Und ich muss ganz offen gestehen, hätte ich jetzt die Komplettlösung nicht zur Rate gezogen mit den Listen, was mir noch fehlt. Ganz offen und ehrlich, hätte ich es nicht rausgekriegt. Sag ich ganz offen und ehrlich, da bin ich auch ehrlich drin, ihr Lieben, da gibt's nichts zu meckern. Aber wenn man bedenkt, dass ich sonst das ganze Spiel wirklich ohne Komplettlösung weitergemacht habe, bin ich eigentlich ziemlich gut vorangekommen. Aber das war jetzt wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt wird Zeit für eine Komplettlösung. Schließlich will ich ja auch endlich mal das Spiel beenden. Ich meine, das wird wahrscheinlich mein längstes Let's Play-Projekt und das ist eigentlich nur, weil ich das Spiel weder kenne, also nicht komplett, und ich viele Sachen auch nicht wusste. Das gebe ich ganz offen zu. Aber das war auch der Reiz an diesem Spiel. So, aber genug geschnackt, genug darüber rumdiskutiert. Jetzt möchte ich ganz gerne hier aus diesem Kurs raus. Also langsam kann ich den Steinhagelgipfel nämlich nicht mehr sehen. Und ihr wahrscheinlich erst recht nicht. Was ich euch übrigens nicht verübeln kann. Ganz im Gegenteil. Ich habe vollstes Mitleid mit euch. Also erstmal vielen Dank an diejenigen, die trotzdem noch bei der Stange geblieben sind. Und trotzdem dieses Let's Play weiterhin verfolgt haben. Auch wenn es sie wahrscheinlich schon langweilen dürfte, diesen Ort hier zu sehen. Beziehungsweise mich hier rumdödeln zu sehen, der von nichts hier eine Ahnung hat. Aber hoffen wir doch mal, dass es im Wolkenwonneland ein bisschen besser läuft. Denn das ist nämlich jetzt die letzte Welt, die wir jetzt auch noch auf 100% klären müssen. Und dementsprechend nix wie raus hier. Und das war die falsche Ebene. Ich lasse mich jedes Mal aufs Neue davon verarschen. So. Hier müssen wir nämlich hin. Oh, ist das schön. Eine weitere Welt auf 100% und endlich geht's Richtung Finale. Naja, noch nicht ganz, aber wir haben jetzt nur noch eine Welt abzuschließen. Und die machen wir doch lockerflockig fertig. Naja, ob die wirklich so lockerflockig ist, das wird sich zeigen. Wir haben ja schon gesehen, das Wolkenwonneland ist ganz schön, ja, unübersichtlich. Sogar noch ein bisschen mehr als Grundi GmbH, würde ich sagen. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil das war nicht das Plateau. Das war beim Ödland, ne? Beim Ödland ging es, glaube ich, hin. Ja, ihr Lieben, das Wolkenwonneland, das ruft nach uns. Und da gibt es auch noch ein paar miese, fiese Aufgaben, die noch erledigt werden wollen. Und ihr habt ja gesehen, die Biene Drake war wieder zurück. Und wir sind gespannt, was uns dort noch erwartet. So, hoch hinaus! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, aber da möchte ich nicht runterfallen. Aber das Thema hatten wir ja schon mit dem Runterfallen, nicht wahr? So, als erstes würde ich sagen... Achso, wir haben ja bisher nur die Zentralhöhle entdeckt. Dann gehen wir zur Zentralhöhle, weil hier kenne ich die Sachen wenigstens schon mal. So, wir müssen auf jeden Fall ein paar neue Orte erkunden, das ist schon mal klar. Dum, 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 da, dum.
So, hier war, glaube ich, das Wasser, was ich ablaufen lassen habe. Damit haben wir ja, glaube ich, den durstigen Dino nämlich getränkt. Und das sieht auch ganz danach aus. Alles klar. Alle hopp. So, und nochmal alle hopp. Na gut, dass wir dem Springen, das üben wir aber nochmal, mein Freund. So, hoch da. So. Oh, auf Messers Kante. Oder Messers Schneide, sagt man ja eigentlich. Irgendwas sagt mir, dass dieses Becken hier wohl keine so gute Idee ist. Andererseits sehe ich da hinten Federn. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass hier eine Flugplatte ist. Oder auch nicht. Gehen wir nicht auf den Sack. Wie, keine Flugplatte? Ich wollte doch gerade sagen, als ob du hier keine Flugplatte hast. So, hopsi da. So, was haben wir denn hier? Ein Goldtopf. Sag mal, waren wir hier schon mal? Das sieht mir nämlich nicht danach aus, als ob wir schon mal hier waren. Da oben ist auf jeden Fall Mumbo Jumbo. Das weiß ich ja schon mal. Ich würde sagen, besuchen wir unseren Freund doch mal. Der kann uns hier doch bestimmt noch auf einigen Ebenen weiterhelfen. Ich will es jedenfalls hoffen. Ansonsten verklage ich den Jungen. Und wie ich ihn verklagen werde. So. Genau, du warst der scheiß Minjo. Genau, das heißt also, ich bin beim richtigen Mumbo. Weil den einen Jinjo haben wir ja schon gesammelt. Ich muss mir gleich erstmal einen Überblick verschaffen. Egal, erstmal brauchen wir Monsieur Mumbo. So. Du wieder wollen Mumbos Hilfe? Natürlich. So, Mumbo, dann zeig uns mal, was du kannst. Ja, ihr Lieben, wir müssen ja noch ein paar Wege verbinden. Wow. Also, Mumbo, du solltest deinen Mitbewohner vielleicht rausschmeißen, wenn ich du wäre. Geh mir nicht auf den Sack, du blödes Vieh. So, jetzt ist nur eine Frage. Kann Mumbo eigentlich klettern? Okay, gut, das war's also nicht. Also Mumbo kann schon mal nicht klettern, gut zu wissen. Versuch war es wert. Okay. Dann müssen wir einen anderen Weg für Mumbo finden. Weil ohne Mumbo werden wir hier irgendwann nicht mehr weiterkommen. Aua, meine Fresse. Alter, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ist ja wohl nicht wahr hier. Immer diese Belästigung hier am Arbeitsplatz. Kann ja wohl nicht wahr sein. Verpisst euch. Ich mag euch nicht. Scheiß Viecher. Einfach aus Prinzip, weil ich dich nicht leiden kann. So. Du auch noch? Tschüss. Alter, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig hier. Ich würde sagen, du gib mir mal zwei Honigwaben her. Dankeschön. So, fühle ich mich doch schon gleich viel wohler. Ja, 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 komm nur her. Hops, hops, hops. So, jetzt... Ich schock dich zu Tode, ich schwör's dir. Okay, ich will hier raus. Mir gehen die Viecher auf den Sack. Ja, komm her. Du böses kleines Killerblümchen. So. Da bist du platt, wa? Hast nicht mitgerechnet? Oh, okay. Okay, die Richtung bringt mir hier also gar nichts. Okay. Die Frage ist, wo muss ich mit Mumbo hin? Ja, ihr Lieben, diese Welt ist natürlich auch blind für mich, ne? Das kommt ja dazu. Aber ich glaube... Oh. Autsch. Sehr toll, Mumbo. Wirklich großartig. Ach, come on, verpisst euch. Alter, jetzt ist hier aber mal genug. Ja. Boah, wie ich diese Viecher hasse. Wie ich diese Viecher hasse. Muss ich den ganzen Weg da wieder hinlaufen, ne? Natürlich. Ich habe hier sonst keine Sorgen. Alter, bleibt mir bloß vom Hals jetzt. Ihr ekelhaften Mistviecher. Also da muss ich sagen, da hat Ray aber ein bisschen übertrieben hier mit der Masse. Ein paar weniger hätten es auch getan. Ja, 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 du mich auch. Zum Glück kann ich mit Mumbo hier hoch. Arrivederci, Freundchen. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Gott, gehen die mir auf den Sender. Ja, 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 ihr mich auch. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. So. Puh.
Endlich. So, du bist weg vom Fenster. So, wo können wir Mumbo gebrauchen? Wo können wir Mumbo gebrauchen? Also auf jeden Fall ist schon mal klar, Mumbo kann nicht fliegen. Dementsprechend muss es ja hier irgendwas geben. Ich hoffe es jedenfalls. Hä? Okay. Ja, kann mir da mal jemand bitte sagen, wie ich Mumbo hier bitte nutzen soll, wenn Mumbo nicht in der Lage ist zu klettern? So, das ist ja auch ein Mumbo-Schädel. Also rein theoretisch müsste ich Mumbo hier eigentlich absetzen können. Nein, ich muss zum richtigen Mumbo zurück. Scheiße. Okay. Verschaffen wir uns doch mal einen Überblick. Was fehlt uns denn in dieser Welt eigentlich noch? Viel dürfte es ja eh nicht mehr sein. Okay, 5 Puzzlos, 2 Jinjos, 2 Cheeto-Seiten. Okay. Sollte eigentlich recht machbar sein. Also es geht langsam aufs Ende zu, ihr Lieben. Langsam aber sicher. Aber hier ist schon mal Endstation für mich. Hier komme ich also nicht weiter. Und Mumbo Jumbo kann höchstwahrscheinlich nicht schwimmen, nehme ich mal an, ne? Also schwimmen schon, aber er kann nicht tauchen. Guckt euch diesen faulen Schaman hier an. Guckt ihn euch an hier. Ich sei Mumbo Jumbo, ich chill hier ein bisschen im Wasser. Sollen Bär und Vogel doch alles selber machen? Hohohoho. Ja. Der faule Mumbo, der. So, du bist weg vom Fenster. Wenn ich da jetzt hochkommen könnte, das wäre klasse. Frage ist nur, ist das machbar? Autsch. Tja, Mumbo. Da hast du wohl Dresche bekommen. Als ob der da jetzt nicht hochkommt. Mumbo? Mach jetzt keinen Scheiß hier. Ich sei Mumbo Jumbo, ich dich verarsche. Ich sei der beste Schamane im ganzen Spiel und die Scheißviecher kriegen jetzt meine Zauberstab zu Alter, ist aber mal genug hier. Komm her. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich bin weg. Schnauze voll. Das ist Mobbing, was hier abgeht. Anders kann man das doch hier schon nicht mehr nennen. Mobbing vom Feinsten. So. Edge. So, nee, da waren wir schon gewesen. Da kommen wir. Autsch. Egal, hier ist der rote Ausgang und ich hoffe, dass es hier irgendwas gibt, was mir weiterhilft. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hier ist aber auch keine Mumbo-Platte oder sonst irgendwas. What the hell? Wofür brauche ich dann Mumbo? Der nützt mir jedoch absolut null. Okay, wisst ihr was? Bis ich weiß, wo ich den blöden Mumbo-Schalter finde, laufe ich lieber als Bär und Vogel rum. Dann weiß ich wenigstens, ich komme voran. Ist ja wohl nicht wahr hier. Nee, Schnauze voll. Das könnt ihr mal übernehmen. Ich hab fertig. Ich hab fertig. Mumbo hat keine Lust mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir könnten ja noch mal eine Runde fliegen. Du, 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 du. So, das wäre das. Was hat das eigentlich hier mit den Samen auf sich? Ach so, okay. Ich glaube, ich muss hier mit Kazooie nochmal herkommen, was? Diese Samen haben doch was zu bedeuten, oder nicht? Gucken wir doch mal in die Hilfe und Option rein. Wofür haben wir die Jiggy-Tipps denn? So, gucken wir mal. Da, 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 da. Gewinne er die Wolken-Olympiade. Gewinne er das Goldtopf-Spiel. Renn. Ach ja, das muss ich ja auch noch machen. Und die Safe-Kombination. Okay, okay, okay. Gut, das ekelhafte Käsestück, da erinnere ich mich ja noch dran. Da müssen wir ja noch mal hin. Das heißt, es wird gleich noch mal stinken und zwar mächtig. Boah. Ekelhaftes Stück Käse, sag ich euch. Wirklich ekelhaftes Stück Käse. Wo spuckst du mich hin? Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin.
Wo ist denn überhaupt das Käsestück? Spucken wir uns doch nochmal wieder auf die andere Seite. Los, rüber damit. So, hier ist wenigstens eine Flugplatte. Alle, hopp! So, jetzt müssen wir nur mal rauskriegen, wo der Stinkekäse ist. Der so schön hat gestunken wie meine Nase. Ja, was auch immer. Vergesst, was ich sage. Ich habe gerade versucht, lustig zu sein und es ist schief gegangen. So, genau. Da oben muss ich hin. Dieser Käse hier, der hat doch was. Oh Gott, ich werde gleich ersticken und das nur, weil er so fürchterlich stinkt. Aber es nützt nichts. Hier ist was versteckt, ihr Lieben. Jetzt ist nur die Frage, wo. Da ist ein Puzzle und hier ist auch ein Jinjo drin, habe ich mir sagen lassen. So, auf einer dieser Plattformen. So, und jetzt will ich als erstes dieses blöde Puzzleteil haben. Irgendwie muss es mir doch... Toll! Mit der Zeitbombe komme ich da nicht dran. Okay. Hätte ja sein können. Das hätte ja sein können. Oh mein Gott, ich muss jetzt nicht ernsthaft auf so ein Ding schießen, oder? Nicht dein Ernst. Nein, das war falsch. Ihr wollt mich doch verkackeiern, oder? Nee, so wird das nichts. So wird das nichts. Aber eins ist sicher, das Ding werde ich mit Benjo holen müssen. Boah. Puh. Was für ein Gestinke hier drin. Wo könnte ich denn sonst noch hin? Ich muss auf jeden Fall erstmal eine Mumbo-Platte finden. Ja, ihr Lieben, wenn man natürlich nicht weiß, wo man hin muss, kann man natürlich lange suchen, ne? So, was haben wir denn hier für eine Ebene? Aha. Wo würdest du mich denn hinbringen? Okay. Okay, dich muss ich definitiv mit Kazooie holen. Jetzt ist so die Frage, wo muss ich dafür hin? So, jetzt sind wir wieder in der Zentralhöhle. Auch genannt die Zentralhölle. Okay, das ist definitiv ein Fall für Kazooie Solo. Ich habe das Gefühl, dass diese Wesen mir dann weiterhelfen können. Ich hoffe es jedenfalls. Wir haben ja schon gesehen, das Vieh kann ja schweben. So, genau. Einmal für Kazooie, bitte. So, mal ein ganz kurzer Test. Mal eben was gucken. Da oben muss ich hin. Von da oben kam ich. Ach, weißt du was? Ich fliege einfach gleich direkt. So, wo war jetzt der Ausgang? Da. Und mit Kazooie habe ich ja den Vorteil, da kann ich ja diesen wundervollen Gleiter nutzen. Oder den Segelflieger. Sucht's euch aus. Geh weg. So, unter mir ist so gut wie gar nichts. So. Aber das Wettrennen müssten wir, glaube ich, schon gemacht haben. Ach, hier ist die Mumbo-Platte. Okay. Autsch. Ganz toll. Wunderprächtig. Gut, dann ist also hier die Mumbo-Platte, die ich brauche. Alles klar. Okay, das ist einleuchtend. Naja, einleuchtend eigentlich nur, ich weiß jetzt eigentlich, wo die scheiß Platte ist. Der Nachteil ist natürlich, jetzt muss ich mit Mumbo erstmal hier hinkommen. Und rausfinden, wie ich das anstelle. Ach du Scheiße, hier oben.
Wie zum Teufel soll ich denn da bitte mit Mumbo... Okay. Nee, das sind Turnschuhe. Wie zum Teufel soll ich denn mit Mumbo hier hochkommen? Achso, Moment. Nein! Toll. So viel zum Thema, keine Sturzschäden mehr. Scheiße. Ah, okay. Nochmal ganz von vorne. So, ich muss erstmal von unten aufkommen. Okay. So, das heißt, ich kann hier hoch. Erstmal Weg erkunden mit Kazooie. Und wenn ich es schaffe, Mumbo hier hoch zu... Doch, das sollte sogar funktionieren. Mumbo, ich komm zu dir. Ob du willst oder nicht. Du wirst mich nicht nachgefragt. Ich sollte aufhören, mich fallen zu lassen. Und das war scheiße. Alles ist falsch. Ach ja, mein Orientierungssinn, der ist doch herrlich, Leute. Ist aber hier Arsch ab. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, im nächsten Part holen wir uns Mumbo und gucken mal, wohin uns das Ganze führt. Und dann werden wir uns auch noch um den Samen kümmern, der da oben ganz einsam und alleine auf uns erwartet. Also ihr Lieben, drückt das Däumchen, kommentiert fein und schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Ciao, ciao, euer Drake.